Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute ein kleines Unboxing. Wie ihr wisst, ich bin ein Freund und Fan von Wolfgangs. Hab mir daher etwas geordert dort. Und das Unboxing ist natürlich standesgemäß in einem kleinen Taschenmesserchen. Von Fondo. Aber schon im Betrieb. Ja. Alright. Wie wir wissen, ist Wolfgangs ja so ein bisschen auf Gentleman-Taschenmesser-Kurs und da haben sie das Mutatio. Die haben immer sehr interessante Namen. Mutatio. Warum Mutatio? Ins Leben gerufen. Eigentlich schon im Prinzip ein bekannter Klassiker, halt, aber neu aufgelegt. Ne, wie immer, hier die Verpackung. Ein Dankeschön. Etwas zum Nicht-Lutschen, ne? Silikagel, aber könnt ihr aufbewahren, wenn ihr für eure Prepperkisten Zeug braucht, um ja, Feuchtigkeit aufzusaugen. Dann Wolfgangs, für dein Vertrauen in Wolfgangs. Den Hinweis, dass er alles, was, also von jedem, dass er was spenden an die Kinderkrebsstiftung. Wie immer, ein Pflegetuch. Dann haben wir hier. Ich würde sagen, wir gehen Tabletop, oder? Nein, doch. Dann haben wir hier. Eingeschweißt, regelrecht eingeschweißt. Ja. Das Messer. Und das drauflegen, sonst ist das hier blöd bei dem Wind. Und da ist es. Also es ist ein First Impressions, ein Unboxing plus First Impressions. Wir haben hier einen Deep Carry Pocket Clip. Ja. Einseitig Stahl belassen. Ne? Und da eine Holzgriffschale. Eine Recessed Scale, das heißt, da ist die Griffbeschalung etwas geringer zum Rahmen. Zum einen sieht es cool aus, zum anderen kann keiner sagen, mir ist das Holz geschrumpft. Ja? Weil es ist von Anfang an nicht hundertprozentig passend gemacht. Das ist cool. Das ist sehr intelligent. Ja? Und da ist es. Und wir haben hier eine Daumenrampe mit Jimping. Ja? Wir haben hier einen Nagelhau. Sehr cool. Ja? Holzgriffbeschalung, Frame Lock mit Over Travel Stop. Und zwar durch den Clip. Ja. Der ist übrigens umsetzbar. Tip up, tip down, rechts. Ja. Ihr könnt das natürlich auch links tragen. Ist im Prinzip ist es wurscht. Ja. Weil die Presentation Seite, die bleibt clean, bis auf das Logo. Ja. Wir haben hier einen Hohlschliff. Zweite Phase drauf, sieht sehr cool aus. Messer wiegt allerdings. Oh, so scharf, wisst ihr was? Ich habe was vergessen und zwar mein Review-Täschchen. So, Review-Täschchen. Ja. Mal zuallererst, da müsste ich euch schon längst die Batterie mal gewechselt haben. 177 Gramm, wow. Wir haben verbaut 440C Stahl, also das ist wirklich noch nicht gesagt, das ist noch nicht das Review. Ne? Das ist nur ein First Impressions, weil heute gekommen, respektive gestern, ich mache es aber erst heute auf. Ich konnte ja kaum warten, aber es war schon pervers.
Wir haben eine Klingenstärke von 2,9. Ne? Tapers forward to the tip. Ja. Bevor es dann halt hier vorne richtig V-förmig zusammenläuft, hier, ne? Zip, zip, da. Haben wir hier selbst auch noch ein 2,2. Und unten vor der Phase 0,2. Vor der Phase. Eine Höhe an der höchsten Stelle von 27,7. Wo ist mein Maßband? Ja, hier. Wenn man wieder schon kein Maß fand, da sucht er sein Maßband. Ha. cm Gesamtlänge, Klingenlänge 9,5, effektive Schneidenlänge ja, 9,3. Mit einer Schleifkerbe, sehr gut. Also im All macht das echt einen tollen Eindruck. Wolfgangs Logo fett oben drauf, klar. Wenn man das unbedingt will, kriegt man das Messer, kriegt man eigentlich fast jedes Messer mit einer Hand auf. Ja? Jetzt hörst du schon wieder schreien, nee, das ist nicht 42A-konform, nee, das ist, ganz ehrlich gesagt, das ist mir so scheißegal. Das könnt ihr 10 mal reinschreiben, es wird dadurch nicht richtiger, indem ihr es 500 mal falsch schreibt, das ist 42A-konform. Ja? Da gibt es Feststellungsbescheide für. Ne? Könnt ihr mal beim BKA gucken. Gut ist wieder mal zentriert. Ja? Ihr könnt jedes Messer so aufmachen. Also bitte erzählt mir nicht, also außer vielleicht das Lenski World Legal, ja? Aber es ist auch nicht World Legal. Also erzählt mir bitte niemals irgendwie, das ist nicht 42A-konform, das ist 42A-konform. Ja? Das ist ganz einfach so. Also ihr könnt mir das reinschreiben. Vielleicht lösche ich es, vielleicht sperre ich euch für Dummheit, weil ich es nicht mehr hören kann. Ja. Man könnte ja dann auch hingehen und sagen, jedes Schweizer Taschenmesser kriege ich mit einer Hand auf. Ja? Wenn es jetzt hier an so einem Schlüsselbund rumbandelt. Jedes Schweizer Taschenmesser kriege ich mit einer Hand auf, wenn ich das will. Das habe ich in einem alten, ganz, ganz alten Video schon mal gezeigt. Ja? Wenn ich das will, kriege ich jedes Schweizer Taschenmesser mit einer Hand auf. Und es ist dann nicht mehr 42A-konform, ich bitte euch. Also, wenn da keine Öffnungshilfe dran ist an dem Messer, ist das nicht 42A-konform. Ende Peng. Ne? Aber der Detent ist schon ziemlich stramm, das ist gut. Das ist halt ein Gentleman-Taschenmesser. Ja. Dann haben wir mit der Silikagel eine Tasche. Ja. Zu den Taschen werde ich mal ein separates Video machen. Weil da gab es auch mal jemanden, der gesagt hat, das gefällt mir nicht so mit dem Clip, das müsste man nachbessern. Ist kein Deep Carry Pocket Clip, bla 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 bla. Ja. So, dann habe ich es hier drin. Jetzt wollen wir gerade gucken. Besser so oder besser so, ich weiß es nicht. Ja. Solche Taschen, die sind nicht dafür da, dass ihr das Messer ziehbereit tragen könnt, ja, sondern dass es in der Tasche drin ist und es hängt dann so bis so viel raus. Dann könnt ihr das mit der Tasche rausziehen, damit es nicht einfach unten in der Hosentasche rumbamselt. Dafür sind die Clips da. Ne? Hätte Wolfgang es aber auch weglassen können, wäre aber der Witz weg. Ja? Also ich finde das schon okay so. Und man muss auch nicht jedes Messer aufflippen können, das ist glaube ich nicht nötig. Ne? Also wieder mit Zubehör, Pflegetuch und so weiter. Ich finde das Pflegetuch echt klasse. Ich habe die mittlerweile zweckentfremdet. Ich benutze die dann um meine, zum Beispiel eins, um in meinem LKW meine Lesebrille sauber zu machen. Super, funktioniert, astrein. Ja?
Alright. So, das Wolfgangs, ja, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Mutatio. Interessanter Name, interessantes Messer. Ja, Review folgt. Ich werde es jetzt mal mit Meld führen. In der Tasche. In der Tasche. Oder besser ohne Tasche. Aber die Tasche hält schon ziemlich stramm, ne? So ist das nicht. Oder halt nur mit dem Clip. Sehr interessant übrigens, diese Platte, die wird abgeschraubt, damit ihr das, den Pocket Clip umsetzen könnt. Das finde ich sehr gut. Alright. Wolfgangs Mutatio. 42A konformes Taschenmesser. Ne? Alrighty. Ich sage danke fürs Zuschauen. Link ist in der Beschreibung. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und wünsche euch wie immer einen schönen Tag und wie immer gilt. Tschüss, mal gut. Schwenk du, tschüss ab und schwenk die Kapp. Euer Waldmeister. Und Applaus, Applaus, Applaus.